Kardinal Philippe Barbarin hat am Montag Papst Franziskus im Vatikan getroffen, um seinen Rücktritt als Erzbischof von Lyon einzureichen. In der vergangenen Woche war Kardinal Barbarin von einem französischen Gericht zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er den sexuellen Missbrauch von etwa 70 Minderjährigen zwischen 1970 und 1991 vertuscht und nicht zur Anzeige gebracht hatte. Gegen das Urteil will der Kardinal in Berufung gehen. Der Vatikan bestätigte, dass das Treffen zwischen dem Papst und dem Kardinal stattgefunden habe. Welche Entscheidung der Papst nun treffen wird, ist offen.